Hallo Leute, Takeo hier. Mit Guild Wars 2 Secrets of the Obscure haben wir eine alternative Möglichkeit bekommen, uns das äußerst praktische Reittier, nämlich die Himmelschuppe, auf einem einfacheren und vor allem schnelleren Weg als bisher zu verdienen. Als Voraussetzungen benötigt ihr einmal das Add-on Guild Wars 2 Secrets of the Obscure, 15 Gold, 12 aufgeladene Quarzkristalle, 24 Stücke Wildfleisch, 60 Ektoplasma-Kugeln, 300 Haufen Blutsteinstaub, 30 Versorgermarken, 375 Prisen Sternenstaub, 375 statische Ladungen und 500 Essenzen der Verzweiflung. Eine Liste zum Abhaken könnt ihr auch der Videobeschreibung entnehmen, ich werde aber auch gleich nochmal im Detail auflisten, für welche Erfolge ihr welche Items benötigt, dann könnt ihr auch den Ablauf gegebenenfalls für euch selbst noch ein bisschen anpassen. Ihr müsst die Geschichte von Guild Wars 2 Secrets of the Obscure auch so weit gespielt haben, dass ihr auf der letzten Karte angekommen seid, daher empfiehlt es sich auch hier die Geschichte des Addons zuerst abzuschließen. Auch werde ich in diesem Guide einige Wegmarken als Abkürzung nehmen, das heißt, diese auf den Karten des Addons freigeschaltet zu haben, ist natürlich auch hilfreich. Trainiert dann die erste Flugtraining-Beherrschung Wer rettet wen der Secrets of the Obscure-Beherrschungen, um die Himmelschuppe auf den Karten des Addons verwenden zu können. Dadurch werdet ihr dann auch den neuen Erfolg Ein neuer Freund freischalten und genau dieser muss abgeschlossen werden, damit die Himmelschuppe auch auf den anderen Karten genutzt werden kann. Der Erfolg selbst beinhaltet nun drei weitere Erfolge, nämlich Himmelsschuppen-Ei-Infusionen, Himmelsschuppen-Erstausstattung und Himmelsschuppen-Sattelmaterialien. Für Himmelsschuppen-Ei-Infusionen benötigt ihr auch keine weiteren Ressourcen. Himmelsschuppen-Erstausstattung wird insgesamt die erwähnten 15 Gold brauchen, sowie die 12 aufgeladenen Quarzkristalle, 24 Stücke Wildfleisch, 60 Ektoplasmakugeln und 300 Haufen Blutsteinstaub, um die Stücke von Himmelsschuppennahrung kaufen zu können. Alternativ könnt ihr aber direkt die Stücke der Himmelsschuppennahrung im Handelsposten kaufen, falls ihr jetzt zum Beispiel keine aufgeladenen Quarzkristalle habt und die tägliche Umwandlung von 25 Quarzkristallen an einem Heldenpunkt euch einfach zu lange dauern würde, aber dann zahlt ihr auch im Prinzip drauf. Und für den Erfolg Himmelsschuppen-Sattelmaterialien brauchen wir dann die 30 Versorgermarken, 375 Prisen Sternenstaub, 375 statische Ladungen und 500 Essenzen der Verzweiflung. Wie ihr Versorgermarken bekommen könnt, könnt ihr auch hier einmal in einem separaten Video ansehen, den Link gibt es dann in der Videobeschreibung, aber auch bei den Händlern für die Sattelmaterialien hier auf den Karten von Secrets of the Obscure können wir Handwerksressourcen wie zum Beispiel Stoffe, Leder, Holz und Erze umtauschen, das heißt, wenn ihr genügend Materialien habt, dann könnt ihr auch dort die Versorgermarken gegebenenfalls direkt kaufen. Die Prisen mit Sternenstaub könnt ihr dann auf Amnitas und die statischen Ladungen auf dem Himmelswacht-Archipel durch Events, Meta-Events und auch den arkanen Truhen sowie durch das Fliegen von diesen latenten Magiekugeln in der Luft sammeln. Gerade letzteres ist meiner Meinung nach auch eine sehr schnelle Möglichkeit, um diese Ressourcen einfach direkt zu sammeln. Leider gibt es dann aber hier ein tägliches Limit von 100 von der jeweiligen Währung durch das Fliegen von diesen Magiekugeln. Diese latenten Magiekugeln in der Luft könnt ihr dann aber auch auf den Karten zwischen den einzelnen fliegenden Inseln finden und die dann einfach abfliegen, um die Ressourcen schnell zu sammeln. Und Essenzen der Verzweiflung gibt es im Prinzip für die Kryptisjagden, das heißt hier müsst ihr einfach nur auf den unterschiedlichen Karten die Kryptisjagden abschließen. Ihr könnt euch dann auch an den wöchentlichen Kryptisjagden aus dem Erfolgsfenster orientieren und dann entsprechend auf den Karten die Kryptisjagden abschließen, um nochmal zusätzlich schneller an Essenzen der Verzweiflung zu kommen. Als kleiner und wichtiger Hinweis für einen Schritt des Erfolgs Ein neuer Freund werden wir dann auch die letzte Beherrschung geistiger Höhenflug aus der Flugtraining-Beherrschung von Secrets of the Obscure brauchen, daher lohnt es sich auf jeden Fall die Beherrschungspunkte in diesen Bereich zu investieren, um diese Beherrschung schnell zu leveln. Gerade zum Beispiel während ihr an diesem Erfolg arbeitet oder die Karten von Secrets of the Obscure erforscht oder vielleicht durch die Story spielt. Nun fangen wir aber mit dem ersten Schritt an und dazu müssen wir ein verwaistes Himmelsschuppenei finden. Im Himmelswacht-Archipel und in Amnitas könnt ihr verlassene Himmelsschuppennester finden und wenn ihr mit diesen interagiert und ein bisschen Glück habt, dann wird euch ein Ei droppen. Aber das ist zufällig, deswegen zeige ich euch einmal hier eine Route, wie ihr entspannt alle Nester abfliegen könnt, damit ihr dann ein Ei bekommt. Sobald ihr dann ein Ei bekommen habt, könnt ihr auch gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen. Fangen wir auf dem Himmelswacht-Archipel im Südosten bei der Wegmarke Leuchtfeuer der Zeitalter an.
Von hier könnt ihr euch direkt nach Westen begeben und dann findet ihr schon das erste Nest unter einer Klippe. Nehmt anschließend die Wegmarke Flüchtlingslager Garrenhof und fliegt von hier mit Hilfe der latenten Magiekugeln in der Luft hoch zur nördlichen Insel. Etwas weiter östlich auf dieser Insel findet ihr dann das nächste Nest. Von hier können wir uns dann direkt westlich zur nächsten Insel weiter aufmachen, folgt dafür einfach wieder der Spur an latenten Magiekugeln in der Luft und fliegt dann am Dorf vorbei, um auf dem Berg dahinter hochzukommen. Auch von hier können wir direkt südlich auf die kleinen schwebenden Bruchstücke vor uns fliegen und dort immer kurze Pausen einlegen, um uns dann ganz nach oben hochzuarbeiten. Dann nur noch auf das kleine schwebende Inselbruchstück und ihr seid beim nächsten Nest. Geradewegs weiter nach Norden könnt ihr dann die nächste große Insel erreichen. Hier ganz an der nördlichen Klippe erwartet euch dann das nächste Nest. Dann müsst ihr hier lediglich hinunterspringen und nach Süden fliegen, um auf einem Kaineng-Turm das nächste Nest zu finden. Von hier führt der Weg auch weiter nach Süden, wo ihr das nächste Nest auf dieser Hügelspitze findet.
Und auch hier, wenn ihr weiter nach Süden aufbrecht, findet ihr im zerstörten Gebäude das nächste Nest. Lasst uns dann die Wegmarke Drognas Licht nehmen und von hier nach Südwesten aufbrechen. Über die verschneiten Klippen könnt ihr dann an Höhe gewinnen und Ziel ist die große grüne Insel vor uns. Hier befindet sich das Nest etwas südwestlich auf der Insel. Nun geht es den nördlichen Weg wieder zurück zur verschneiten Insel, wo ihr euch dann einfach am westlichen Rand entlang bewegen könnt, bis ihr wieder die latenten Magiekugeln in der Luft findet und durch diese dann entlang nach oben fliegen könnt. Hier auf einer kleinen Insel gibt es dann auch nochmal ein Nest. Und das letzte Nest auf dem Himmelswacht-Archipel befindet sich dann unter der großen Insel mit dem Turm des Zauberers, springt also von hier einfach nach unten und fliegt auf den kleinen grünen Vorsprung, um das letzte Nest zu untersuchen. Habt ihr immer noch kein Himmelschuppenei gefunden, dann keine Sorge, wir können auch noch ein paar Nester auf Amnitas untersuchen. In Amnitas können wir unsere Suche nach dem Ei auf der Bastion des Natürlichen beginnen und uns dann erstmal nach Osten begeben. Fliegt hier auf den Felsen hoch und macht auch wieder eine kurze Pause in dieser Nische hier, um weiter nach oben fliegen zu können. Hier am östlichen Rand ist dann das erste Nest. Von hier aus geht es wieder direkt nach Süden und dann findet ihr an einer Klippe das nächste Nest.
Anschließend machen wir bei der Bastion des Wissens weiter. Lauft hier westlich raus und fliegt dann auf die obere Etage. Danach könnt ihr auf dem kleinen Vorsprung an der Säule eine Pause einlegen und von hier dann hoch zur Wand fliegen, wo ihr auch nochmal Flugenergie aufladen könnt. Fliegt dann auf die nächste Etage ganz nach oben und von hier dann auf die Mauer der östlichen Struktur, um das nächste Nest zu finden. Dann machen wir bei der Bastion der Stärke weiter. Fliegt hier nördlich die Treppen nach oben, nutzt dann hier die Vorsprünge an der Mauer, um wieder kurze Pausen einzulegen und nutzt dann die kleinen grünen Vorsprünge, um den östlichen Hügel zu erklimmen, wo ihr dann oben das nächste Nest finden könnt. Von hier können wir ganz entspannt nach Nordwesten fliegen, wo wir dann auch schon das nächste Nest auf einem Vorsprung finden. Von hier geht es dann nach Südwesten und auch hier könnt ihr wieder an einem Felsen entlang fliegen und auch über die kleinen Vorsprünge Energie tanken, um bis ganz nach oben fliegen zu können. Das nächste Nest ist dann direkt westlich von hier und dafür könnt ihr ganz entspannt der Schlucht folgen. Jetzt nutzen wir die Wegmarke zur Bastion des Obskuren, um von dort aus weiterzumachen. Verlasst das Gebäude durch den nördlichen Ausgang und haltet euch gleich westlich, um unten an einer Klippe das nächste Nest zu finden. Von hier geht es dann wieder den gleichen Weg zurück, um dann an der Wand hoch nach Süden zu fliegen und euch dann wieder östlich zu halten. Dann findet ihr nämlich das nächste Nest, wenn ihr von der Insel runterspringt und euch nach unten auf einen kleinen grünen Felsvorsprung gleiten lässt.
Von hier können wir weiter nach Süden fliegen, wo das nächste Nest wieder an einer weiteren grünen Klippe auf uns wartet. Und für das letzte Nest in Amnitas können wir die Wegmarke Bastion des Himmlischen nehmen und müssen hier dann südlich auf den Vorsprung des zentralen Konstrukts fliegen. Habt ihr nun ein Himmelsschuppenei in einem der Nester gefunden, geht es für uns einmal zurück zur Himmelsschuppentrainerin Diana am Leuchtfeuer der Zeitalter. Nehmt dazu die gleichnamige Wegmarke auf dem Himmelswachtarchipel und sprecht hier im Westen mit der Trainerin, welche dann die nächsten Sammlungen freischaltet. Fangen wir als erstes mit den Himmelsschuppenei-Infusionen an. Die erste Ei-Infusion finden wir in der Blutstromküste in Kryta. Nehmt dazu die Unterwasserwegmarke Castaval und schwimmt dann hinunter zu dem Sammlungs-Icon. Interagiert hier mit der konzentrierten Magie für die Himmelsschuppe des Wassers. Nehmt dann die Wegmarke Rümpler in der schwarzen Zitadelle und springt kurz in die Lava, um die Infusion für die Himmelsschuppe des Feuers zu bekommen. Für Himmelsschuppe des Eises habt ihr zwei Möglichkeiten. Solltet ihr durch die lebendige Welt Staffel 3 Episode 3 einen Riss im Eis, den Zugang zum Bitterfrostgrenzland haben, dann könnt ihr hier von der Wegmarke Tiefste Betrübnis im Nordosten Eisstürme finden, die euch einfrieren und euch dann auch die Infusion geben. Alternativ könnt ihr beim Weltenboss Klaue von Jormark, nachdem er 50% HP verloren hat und dann auch die Position wechselt, euch einfach von einem der Eiselementare einfrieren lassen, die ihr dann an der Klippe rechts und links vom Kampfgebiet finden könnt. Hier könnt ihr dann auch gleich die Himmelsschuppe des Lebensinfusionen mitmachen, indem ihr 20 gefallene Verbündete wiederbelebt. Danach geht es dann in die Trockenkuppe zur Wegmarke Wohlstand. Hier bekommt ihr die Infusion Himmelsschuppe der Erde, wenn ihr einfach in den Treibsandfluss springt. Für die Himmelsschuppe der Luft müssen wir in den verborgenen Garten auf dem Mahlstromgipfel. Um diesen Bereich betreten zu können, benötigt ihr ein rätselhaftes Portal, welches nach einem Kampf gegen einen besonderen Elementarhüter erscheint. Diese Hüter sind einfach nur kleine Events und jetzt auch nicht zwingend aktiv, daher könnt ihr einfach folgende Positionen nach so einem Hüter untersuchen. Nordwestlich in der Nähe der Wegmarke Richtwert kann das Event vom Hüter der Erde spawnen. Von der Wegmarke Aschen könnt ihr in der Ascheneinöde an dieser Stelle hier gegebenenfalls den Hüter des Lichts finden. Der Hüter der Winde spawnt in der Nähe der Irvin-Insel, hier an dieser Stelle. Und der Hüter der Wellen kann südlich der Stulpenschlucht von der gleichnamigen Wegmarke gefunden werden.
Besiegt ihr einen Hüter, so nehmt das Portal zu Deirdres Steige und haltet euch dann hier am linken Rand des Kraters. Ganz im Nordwesten findet ihr dann einen Eingang und hier könnt ihr dann über die Seiten euch bis nach oben entlang hüpfen. Besiegt oben auf der Klippe dann die Luftelementare und platziert das Ei für die Windinfusion. Wie schon erwähnt, müssen wir für die Himmelsschuppe des Lebensinfusion 20 gefallene Verbündete wiederbeleben. Das könnt ihr auch tracken, indem ihr euch das Erfolgs-Icon in eurer Buffleiste einmal anschaut. Ich empfehle hier einfach die Weltenboss-Meta-Events zu machen, da wir auch generell 4 Weltenbosse für die Himmelsschuppe der Tapferkeit-Infusion erledigen müssen und sich diese Schritte einfach gut kombinieren lassen. Einen Timer zu den aktiven Weltenbossen inklusive Wegmarkencodes, die ihr kopieren und in-game dann in euren Chat posten könnt, findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Die Infusion Himmelsschuppe des Blutes könnt ihr in den Gendaran-Feldern beim Bluthügellager bekommen. Dafür müsst ihr 100 Gegner in und um das Bluthügellager herum besiegen, was ihr auch durch das Erfolgs-Icon Blutgetränkt in der Buffleiste tracken könnt. Hier empfiehlt sich ein direkter Schlagschadenbild, damit ihr einfach schnell von Gegner zu Gegner huschen könnt, um diese zu besiegen. Um die Infusion Himmelsschuppe des Wachstums zu bekommen, begeben wir uns einfach in den Hain zur Wegmarke Ronan auf der untersten Ebene und laufen dann nördlich den Weg entlang, um durch einen kleinen Tunnel zu einem Beet zu kommen, in welchem wir unser Ei platzieren können. Für die Himmelsschuppe des Todes müssen wir nach Orr in die Fluchküste zur Wegmarke Altar der ermordeten Träume. In der Nähe der Statue von Grend könnt ihr dann das Ei einmal infundieren. Die Himmelsschuppe des Geistes bekommt ihr, wenn ihr in der Eisenmark von der Wegmarke Taukrallendorf mit dem Kessel des großen Feuers interagiert und dort das Ei einmal platziert. Begebt euch für Himmelsschuppe der Furcht nach Ebonfalke in die Felder der Verwüstung. Hier bei der Wegmarke Festung der gefallenen Engel könnt ihr etwas südlich die Zelda-Hühner finden, die ihr dann angreifen müsst, bis sie zurückschlagen. Wenn euch dann ein wütendes Huhn getroffen hat, gibt es die Infusion Himmelsschuppe der Furcht.
Und für die letzte Infusion, Himmelsschuppe der Tapferkeit, müssen wir 4 Weltenbosse erledigen. Vielleicht habt ihr das auch schon automatisch für die Himmelsschuppe des Lebens erledigt. Ansonsten schaut einfach hier im Event-Timer nach, welche Bosse gerade aktiv sind und besiegt diese. Die Wegmarken-Codes könnt ihr wie gesagt auch direkt aus dem Timer entnehmen und euch im Spiel in den Chat posten. Mit all den Infusionen geht es dann zurück zur Trainerin beim Aufstieg des Zauberers und ihr könnt dann Bescheid geben, dass ihr das Ei infundiert habt. Anschließend geht es mit dem Himmelsschuppen-Erstausstattungserfolg weiter. Sprecht mit der Himmelsschuppentrainerin auf dem Himmelswacht-Archipel und fragt nach Hilfe für das Futter. Bei ihr könnt ihr dann die 12 Stücke Himmelsschuppennahrung für 12 aufgeladene Quarzkristalle, 24 Stücke Wildfleisch, 60 Ektoplasmakugeln und 300 Haufen Blutsteinstaub kaufen. Und wenn ihr diese dann habt, könnt ihr diese auch gleich eintauschen gegen das Himmelsschuppen-Leckerchen. Herzhafte Kryptishaut bekommt ihr von den Kryptis gedroppt. Nehmt hier einfach an ein paar Kryptisjagden teil und dann solltet ihr das Item auch schnell bekommen. Für die schmackhafte Wanderration müssen wir Jotun besiegen. Diese könnt ihr hier bei den Schauflerschreck-Klippen von der Wegmarke Große Weite auf dem Hügel rund um diesen Heldenpunkt finden. Besiegt diese, bis ihr dann die Wanderration bekommt. Einen köstlichen Verschlinger-Rückenpanzer können uns Verschlinger droppen, die unter anderem östlich zwischen den Hügeln von den Katakomben von Ascalon in den Ebenen von Ashford zu finden sind. Knusprige Chuck-Beine gibt es von Chuck-Gegnern, die dann auch im Himmelswacht-Archipel bei der Promenade von Ratanovus gefunden werden können oder alternativ, wenn ihr Heart of Thorns besitzt und euch bis in die verschlungenen Tiefen vorgewagt habt, dann gibt es dort auch allerhand Chuck. Eine wohlschmeckende moosbedeckte Rinde könnt ihr von Baumhirten bzw. Eichenherzen bekommen. Eine gute Stelle ist hier im Königental das kleine Waldgebiet westlich der Wegmarke Finney. Saftiges Wurmsegment wird von Würmern gedroppt, die ihr in großen Mengen in den Wandererhügeln auf dem gefrorenen Jägersee von der Wegmarke Findwurmhöhle antreffen könnt. Ihr könnt hier aber auch in die Höhle unter den See gehen, wo ebenfalls weitere Würmer zu finden sind. Delikates, schleimgebeiztes Fleisch wird von Schleimen gedroppt und viele davon könnt ihr hier beim Mahlstromgipfel von der Wegmarke Aschen am Fuß des Vulkans finden. Auf dem Himmelswacht-Archipel könnt ihr im Elonischen Gebiet bei der Wegmarke Lager der Astralwache die Geschmiedeten für ein geschmiedetes Fußknöchelgelenk besiegen. Um an die Vogelpfeife zu kommen, müsst ihr in die Eisenmark und von der Wegmarke Lichtungssturz über die Brücke nach Süden. Hier könnt ihr dann beim Oger Gorto, Sohn des Malik, die Vogelpfeife für 2 Gold kaufen. Sollte Gorto nicht hier stehen, dann müsst ihr zunächst ein Event abschließen. Er sollte dann etwas östlich beim Lager seines Vaters in der Schwindherzstrecke anzutreffen sein und muss dann lediglich auf seiner Expedition nach Westen eskortiert werden. Nach Abschluss des Events wird er sich dann dort als Händler aufstellen. Den Plüschquaggern könnt ihr beim Turm des Zauberers vom Händler Sven Edson für 10 Gold kaufen. Lauft dazu einfach vom Turminnenhof hier etwas nach Südosten, um den Händler zu finden. Eine strapazierfähige Doljak-Decke erhaltet ihr im Lornas Pass westlich von der Wegmarke Afgas beim Herzchen-NPC-Hirtin Liot. Wenn ihr hier ihr Herz gefüllt habt, dann könnt ihr die Decke für 3 Gold von ihr kaufen. Mit allen Items geht es dann zurück zur Himmelsschupperin-Trainerin Diane und ihr könnt ihr dann sagen, dass ihr Futter, Leckerchen und Spielsachen gesammelt habt. Nun müssen wir uns nur noch um die Sattelmaterialien kümmern. Dazu brauchen wir dann unsere Versorgermarken und wie bereits erwähnt, könnt ihr diese im verlinkten Video einmal kennenlernen. In Amnitas können wir dann bei der Bastion des Natürlichen den Fraktionsversorger gleich in der Nähe der Wegmarke finden.
Hier könnt ihr dann auch nochmal Seidenreste, dicke Lederstücke und auch Ektoplasmakugeln gegen Versorgermarken eintauschen, solltet ihr von diesen noch nicht genug haben. Im zweiten Reiter könnt ihr dann für 3 Versorgermarken und 125 Prisen Sternenstaub das mit Sternenstaub infundierte Leder kaufen. Bei der Bastion des Obskuren ist der nächste Fraktionsversorger zu finden, welcher euch das nebelinfundierte Sattelöl für 3 Versorgermarken und 125 Prisen Sternenstaub verkauft. Nördlich bei der Bastion des Gleichgewichts könnt ihr dann bei dem nächsten Versorger die Satteltasche der Lagerung für weitere 3 Versorgermarken und 125 Prisen Sternenstaub kaufen. Von der Bastion der Stärke aus findet ihr ebenfalls einen Fraktionsversorger, welcher euch für 3 Versorgermarken und 125 Essenzen der Verzweiflung robuste Sattelbeschläge überlässt. Und im Südosten bei der Bastion des Wissens könnt ihr dann den besonders klebrigen Teer für ebenfalls 3 Versorgermarken und 125 Essenzen der Verzweiflung kaufen. Die nächsten Gegenstände warten dann auf dem Himmelswacht-Archipel auf uns. Bei der Wegmarke Drogners Licht könnt ihr dann beim Versorger Deldrimorniten für 3 Versorgermarken und 125 statische Ladungen kaufen. Danach geht es zur Wegmarke Falkenschwur, wo wir uns für die gleichen Kosten einen jadegesponnenen Seidefaden kaufen. Dreht euch dann um und fliegt direkt südlich nach unten in das Elonische Dorf, wo wir den nächsten Fraktionsversorger finden. Bei ihm könnt ihr euch dann elonisches Sandpapier für ebenfalls 3 Versorgermarken und 125 statische Ladungen kaufen. Der nächste Versorger wartet dann bei der Promenade von Ratanovos auf uns. Hier gibt es edles Mahagoni aus Maguma für 3 Versorgermarken und 125 Essenzen der Verzweiflung. Und zuletzt müssen wir wieder zurück zum Leuchtfeuer der Zeitalter, wo wir den Fraktionsversorger gleich südlich im Gebäude antreffen. Dieser überlässt uns dann den Garrenhof-Webstoff. Mit all diesen Schritten abgeschlossen, geht es dann ein letztes Mal zur Himmelsschuppentrainerin, damit wir ihr Bescheid geben können. Wenn ihr es jetzt auch noch geschafft habt und wie anfangs erwähnt auch auf eurer Secrets of the Obscure Reise die letzte Beherrschung geistiger Höhenflug im Beherrschungsbereich Flugtraining freigeschaltet habt, dann könnt ihr Diane nochmals ansprechen und nach dem Zustand eurer Himmelsschuppe fragen. Damit habt ihr dann den Erfolg Ein neuer Freund abgeschlossen und bekommt nun vollumfänglichen Zugriff auf eure Himmelsschuppe in ganz Tyria. Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der neuen Himmelsschuppe und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.